starten wir. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Thomas Reis, den ich genauso herzlich begrüßen möchte wie Peter Knebel, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Sport. Peter, dir möchte ich auch das Wort zunächst übergeben. Bewegte Tage. Kannst du eine Sicht aus deinem Blickwinkel und dem des Vorstandes auf die vergangenen Tage und Stunden geben? Sehr gerne, Marc. Glück auf und herzlich willkommen. Die Tage waren bewegt. Die Tage waren wichtig für Schalke. Und bei der Vorstellung von Ruven Schröder vor 18 Monaten habe ich gesagt, heute ist ein wichtiger Tag für Schalke, in der Doku zu entnehmen. Und heute ist ein weiterer wichtiger Tag für Schalke. Und ich möchte in meinem Eingangsstatement, das vielleicht ein bisschen länger sein wird als normal, heute auf drei wichtige Punkte eingehen. Das erste heißt Ruven Schröder. Bei seiner Vorstellung, ich habe es gerade gesagt, habe ich gesagt, dass es eine sehr, sehr wichtige Personalie gewesen ist. Und er fehlt. Er wird auch noch ganz lange fehlen in unseren Köpfen. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes. Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum? Ich kann mir vorstellen, dass sich viele, vor allen Dingen unsere Fans, diese Frage stellen. Warum? Da muss man sich überlegen, um was es denn in diesem Moment bei dieser Warum-Frage geht. Geht es um einen selber? Geht es um den Verein? Oder geht es um die Person, die aus freien Stücken entschieden hat, zu gehen? Und wenn es um Ruven Schröder geht, in der Mitte dieser Frage, dann gilt es in erster Linie, den Mensch und seine Entscheidung zu respektieren. Hallo Ruven, ich bin sicher, du schaust zu und schaust uns allen auf die Finger und auf die Schreibblöcke und auf die Computer in dieser Sitzung. Und es gilt ein großes Dank, ein ganz, ganz großes Dank, einen ganz großen Dank an Ruven und für das, was er geleistet hat. Danke für 18 hochintensive Monate voller Emotionen, mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann. In diesem Geschäft Fußball, habe ich gelernt, gibt es wenige wahre Freunde. Ich habe mal mit 25 Jahren gesagt, wenn mich an meinem 50. Geburtstag noch drei Leute anrufen, mit denen ich mal zusammengespielt habe, dann wäre ich froh. Ich habe gezählt, es waren drei. Jetzt ist einer dazugekommen. Am 18. Oktober werde ich jedes Jahr bis zu meinem Lebensende bei Ruven Schröder anrufen. Ich habe einen Freund gefunden. Das zweite ist, gestern war kein Chaostag auf Schalke. Meine beiden Vorstandskollegen Christina Rühl-Hammers und der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder sind hier. Den beiden und unseren Gremien gilt ein großer Dank. Ein großer Dank, dass wir diesen Tag gestern, der lange, sehr lange war, der hochintensiv war, der natürlich voller Emotionen und Diskussionen war, dass wir diesen Tag so gut haben hinter uns und bearbeiten können, ist ein Zeichen, dass Schalke stabil ist, dass Schalke handlungsfähig ist. Und das auch dank der guten Vorbereitung. Unter anderem von Ruven Schröder, dass wir aus seinem Team die Mitarbeiter gleich nachziehen konnten und dass wir den Trainer heute präsentieren können, den wir beide über eine längere Wegstrecke miteinander ausgewählt haben. Drittens, und darum geht es ja nun mal, Thomas Reis, unseren neuen Trainer, den ich ganz, ganz herzlich willkommen heiße, endlich und endgültig haben wir zueinander gefunden. Dazu gehört auch eine kleine Urlaubsepisode nach dem Aufstieg auf den Seychellen. Die Tür, das Rolltor vom Hotel geht auf.
Wir fahren mit dem Taxi rein, meine Familie und ich. Und wer kommt rechts mit dem Golfcaddy? Sagt zu meiner Frau, guck mal, da ist er, Thomas Reis. Ja, und dann haben wir auf den Seychellen 3-4 Tage miteinander verbracht. Natürlich hat jeder den anderen auch in Ruhe gelassen, weil man sich dann auch erholen und ausspannen will. Aber das ist eine Episode, die ich so langer Flugzeit dann nun wirklich nicht erwartet hatte. Und das gehört wahrscheinlich auch zu meinem Ausspruch, endlich und endgültig. Ich glaube, es hat kaum ein anderer Trainer solch ein Commitment abgegeben wie Thomas Reis vor seiner Anstellung, vor seiner Vertragsunterschrift hier. Ich möchte mich in dieser Form nochmal herzlich bedanken für dein Commitment, auch was die Beteiligung, die finanzielle Beteiligung an dem Auflösungsvertrag mit dem VfL Bochum betrifft. Ich möchte mich auch bei den Bochumern bedanken für das schnelle Vorwärtskommen in den Verhandlungen. Dazu braucht es immer zwei. Ich möchte dich ganz herzlich willkommen heißen, wünsche alles Gute, viel Amen. Glück und damit wäre ich mit meinem Eingangsstatement auch am Ende. Danke, Marc. Danke, Peter. Thomas, nochmal herzlich willkommen auf Schalke. Auch für dich waren es spannende Tage, spannende Stunden. Nimm uns doch mal mit in deine Gefühlswelt und gib uns schon mal einen Ausblick aufs Wochenende. Sonntag Heimspiel. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Zum Start natürlich auch von mir ein herzliches Glück auf. Ja, ich bin natürlich froh, dass nach turbulenten Tagen, auch für mich nach besonderen Tagen, das jetzt endlich geklappt hat, um wieder meinem Beruf nachgehen zu können. Nach der Beurlaubung beim VfL Bochum war es natürlich schon nicht ganz so einfach, nicht mehr auf dem Trainingsplatz zu stehen. Und deswegen bin ich froh, dass ich endlich wieder raus darf, mit einer Mannschaft arbeiten darf und am was Besonderem arbeiten darf. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Ziel, was wir jetzt gemeinsam haben. Und das ist nun mal der Klassenerhalt. Und darauf freue ich mich. Und jetzt gibt es ganz viele Fragen aus dem Plenum, da bin ich mir sicher. Eine Bitte nur noch mal kurz an die Fotografen, ein bisschen weniger Bewegung hier vorne, weil das läuft immer durchs Bild. Fangen wir ganz hinten an mit dir, Große Schlamann, für Sky Sport News. Guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Reis. Ist nicht respektlos, aber ich würde gerne erst einmal mit Herrn Knebel die andere Thematik einmal angehen. Alles gut. Peter, Sie haben das jetzt alles so sehr schön umschrieben. Also man hat jetzt eigentlich das Gefühl gehabt, dass alle sich sehr, sehr doll lieb haben und alles sehr geregelt abgelaufen ist. Den Eindruck kann man von außen tatsächlich nicht so wirklich teilen. Wenn der Macher oder ich glaube gestern in der Pressemitteilung haben Sie ihn als den Konstrukteur des Aufstiegs beschrieben. So kann man ihn sicherlich auch beschreiben. Aber wenn der zu diesem Zeitpunkt geht, der Verein ist gerade auf Platz 18 angekommen. Sie haben noch keinen Trainer vorgestellt. Man versucht auch irgendwie eine Aufbruchstimmung irgendwie zu kreieren. Und in dem Moment geht der Sportdirektor, der ja so ein bisschen auch das Gesicht und auch die Stimme des Vereins war, weil alle anderen sehr im Hintergrund waren, geht von Bord. Da tut mir leid, da kann ich nicht mit, das müssen Sie mir nochmal genau erklären, warum das so positiv alles auseinandergegangen ist. Das erschließt sich mir gerade nicht. Ist ein grundsätzliches Problem, glaube ich, bei Menschen, dass man denkt, wenn man sich trennt, dann muss immer Streit herrschen. Und in dem Fall hat es überhaupt nicht. Es war Rovens freie Entscheidung, die sich bei ihm entwickelt hat. Und ich finde, die gilt es zu respektieren, gerade in diesen Zeiten. Und von dem her ist dieses Empfinden, genauso wie ich gesagt habe, und überhaupt nicht geschönt. Ich habe das natürlich als sein engster Vertrauter sich entwickeln sehen. Insofern trage ich das auch ein Stück weit selber mit und habe versucht natürlich ihn auch in dem zu beraten, zu begleiten, weil wenn jemand sich entscheidet zu gehen und der wiederholt das zweimal, dann finde ich, muss man auch loslassen können. Nachfrage? Naja gut, aber er hat ja auch eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Und also wir haben in diesem Jahr ja die Besonderheit, dass es eine sehr lange Winterpause gibt. Da hätte man, glaube ich, einen sauberen Schnitt machen können. Ich habe ja gerade die Situation des Vereins, die ist Ihnen ja auch bewusst. Also deswegen war es unmöglich zu sagen, bevor du hier alles noch weiter nach unten reißt und jede mögliche Aufbruchstimmung im Keim erstickst, kannst du nicht noch 3 Wochen warten, dann haben wir 8 Wochen Zeit. Ich denke, zu Verantwortung und zu Verantwortungsbewusstsein gehört auch, dass man den richtigen Moment erwischt. Für Rufen war das der richtige Moment und das gilt zu respektieren. Machen wir hier vorne weiter bei Tony Lieto für den Kicker.
Peter, auch erstmal herzlich willkommen, Thomas Reis. Peter, noch eine kurze Frage an dich, auch anknüpfend jetzt an Dirk Große-Schlammer. Also du sagtest ja gerade, das war gestern kein Chaostag auf Schalke. Ich oder wir fanden das schon, also da wundert mich jetzt die Interpretation, dass es kein Chaostag war, weil es war es, denke ich, sehr wohl. Das nur am Rande, aber auch danke für die Anekdote aus dem Seychellen-Tagebuch. Da frage ich mich dann allerdings auch, warum hat das letztendlich mit Thomas Reis doch so lange gedauert? Und du sagtest eben, ein schnelle Verhandlung mit Bochum, auch das wirkte ganz anders. Die ganze Trainersuche wirkte sehr holprig. Nimm uns da doch nochmal bitte mit, wie das wirklich war. Also erstens glaube ich, dass diese Zeit, dass es eine Innen- und eine Außensicht gibt. Und es ist ja den Kommentatoren, also euch überlassen, das zu transportieren. Ich kann ja nur sagen, wie es sich von innen angefühlt hat. Und innen bestimmt, was dann außen mittel- und langfristig wahrgenommen wird. Und deswegen sage ich nochmal, das war kein Chaostag. Ich wehre mich vehement gegen diesen Eindruck, weil wir natürlich ein Problem haben. Und ich sage, gerade wenn so etwas passiert, gerade wenn so ein Mitarbeiter geht und gerade wenn so eine zentrale Stelle wie die Trainerstelle zu besetzen ist und man reagiert innerhalb eines Tages und besetzt beide, dann möchte ich mal wissen, was das mit Chaos zu tun hat. Ich kann verstehen, dass die Leute den Verlust und die Ungewissheit, weil die Stelle noch nicht besetzt war, als solches interpretieren. Aber ich kann ja nur von innen die Botschaft ausgeben, wie wir gehandelt haben. Und das war nicht chaotisch, sondern das war vorbereitet und strukturiert. Und warum war es das? Weil wir uns sehr viel Zeit genommen haben, und das ist auch unser Recht, das zu tun, andere Vereine tun das auch, und weil wir in der Zeit zu einem klaren Entschluss gekommen sind und diesen Entschluss dann durchgeführt haben. Deswegen sitzen wir heute in dieser Runde zusammen, nachdem gestern alle gedacht haben, Schalke brennt. Schalke brennt nicht, weil Schalke vorbereitet war, weil Schalke sich Zeit genommen hat und weil Schalke agiert und nicht reagiert. Geht's weiter, einmal ganz hinten bei Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. So schnell, da war ich gar nicht vorbereitet. Herr Reis, ich hätte eine Frage an Sie, also von meiner Seite selbstverständlich auch herzlich willkommen. Viele Leute bewundern ihre Courage, dass sie sich auf dieses Kommando einlassen. Es ist ja nun nicht einfach, gerade in der vorliegenden Situation, aber natürlich die Mannschaft ist zurzeit Tabellenletzter. Viele sagen, sie wird es sehr schwer haben, in der ersten Liga zu bleiben. Was ist Ihre Motivation sportlich? Wie ist Ihr Blick auf dieses Team auch? Zum einen habe ich ja vorhin schon versucht anzudeuten, dass die Motivation die ist, dass ich endlich wieder arbeiten darf und auf dem Platz stehen darf. Wir wissen das, natürlich ist es keine einfache Situation, aber ich beschreibe es immer als besondere Situation. Und ich versuche ja auch gewisse Werte vorzugeben und da gehört Mut einfach dazu. Und Mut irgendwo auch dann zum Risiko. Aber ich finde, das Risiko ist, kann man dementsprechend gut einschätzen. Wir wissen, dass es keine, wie ich gesagt habe, keine einfache Situation ist. Aber das macht ja die Aufgabe auch interessant. Du hast ein tolles Stadion, du hast ein tolles Publikum, du hast einen tollen Verein, einen riesengroßen Verein. Für mich muss ich auch sagen, den Luxus, ich brauche nicht umziehen. Ich fühle mich im Ruhrgebiet sauwohl und ich glaube, ich habe bewiesen im Ruhrgebiet, dass ich dahin passe. Und deswegen, nachdem ich freigestellt wurde, war ich auch verfügbar für den Verein und auch für mich. Und ich bin froh, dass ich diese Aufgabe antreten darf und passe einfach ins Ruhrgebiet. Und da freue ich mich drauf, mit der Mannschaft dann hoffentlich auch gleich loslegen zu können. Jörg Strohschein stellt die nächste Frage. Hallo Herr Reis, auch von mir herzlich willkommen natürlich. Was war denn Ihre Motivation, selbst Geld zu bezahlen, damit Sie hier arbeiten dürfen? Das ist ja ein ungewöhnlicher Vorgang. Haben Sie befürchtet, dass es sonst nicht zu einem Vertrag kommen würde? Oder wie war so Ihre Gedankengänge? Können Sie uns da mal teilhaben lassen? Ja, ich will jetzt nicht von Geld reden. Ich habe mich mit dem Verein, ich habe mich mit Peter und auch zu dem Zeitpunkt mit Ruben ausgetauscht, welche Möglichkeiten es gibt, dass ich auch hier Trainer werden kann. Ich habe versucht, da zu unterstützen und in welcher Form, denke ich mal, das wird auch dementsprechend unter uns bleiben und ich bin einfach froh, dass ich hier arbeiten darf, dass ich mithelfen kann, das Schiff in die richtige Richtung zu leiten
Und dafür war mir das auch einiges wert, weil man wird ja auch schnell immer hingestellt, dass man zu gierig ist. Ich bin einfach gierig nach Erfolg, ich bin gierig nach diesem Verein und möchte dazu beitragen, um Schalke 04 aus dem Keller rauszuführen. Und das ist meine riesengroße Motivation. Peter Wenzel für die Bild-Zeitung stellt die nächste Frage. Ja, guten Morgen an alle, guten Morgen Herr Reiß. Eine Frage noch an Peter Knebel. Also Ruven Schröder hat sich ja entschlossen, seine Arbeitskraft ab sofort Schalke 04 nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Heißt das, dass der Vertrag ab sofort ruht, um dann möglicherweise, der würde ja noch bis 2024 laufen, wenn andere Vereine interessiert sind, dann noch eine Ablöse zu generieren? Wie wird das geregelt? Weil das ist ja arbeitsrechtlich, muss das ja in irgendeiner Form von Ihnen geregelt worden sein. Dann eine Frage an Herrn Reiß. Also Ihnen wird ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Ruven Schröder nachgesagt, oder es ist auch ein gutes Verhältnis. Sie haben ja nun auch zusammen Fußball gespielt. Und wurden Sie von ihm im Vorfeld informiert? Oder hat die Entwicklung des gestrigen Tages, als das dann auch öffentlich wurde, Sie überrascht und sind Sie dementsprechend enttäuscht, weil normalerweise ja Trainer und Sportdirektor noch enger zusammenarbeiten als Trainer und Sportvorstand? Das ist ja eigentlich die Ebene, die sich jeden Tag in der Kabine trifft. Wie haben Sie das erlebt? Also die zweigeteilte Frage. Ich mache den ersten Teil, der ist auch ganz kurz. Der Vertrag ruht. Die Darstellung von Ihnen ist genau richtig so. Der Vertrag ruht. Der Vertrag ruht. Ja, bei mir ist es so, dass ich natürlich in die Vorgänge frühzeitig informiert war, welche Gedankengänge Ruven hat, dass er mit dem Gedanken spielt, letztendlich das hier bei Schalke 04 ruhen zu lassen. Aber auch das war für mich kein Grund zu sagen, nein, ich werde diese Aufgabe nicht annehmen, sondern ich war dementsprechend auch immer mit Peter und mit Ruven in Kontakt. Wir haben die Gespräche geführt. Und natürlich habe ich ein tolles Verhältnis zu Ruven, weil wir kennen uns schon ewig. Wir haben, so wie Sie sagen, auch zusammengespielt. Wir haben immer Kontakt gehalten, wie ich es mit vielen mache, in vielen Vereinen, weil es einfach normal ist, weil jetzt auch man in ein gewisses Alter gekommen ist und auch viele Kollegen, mit denen man zusammengespielt hat, vielleicht auch die Trainerlizenz gemacht hat, im Fußball arbeiten, auch in der ersten Bundesliga arbeiten. Und der Kontakt wird auch definitiv auch danach, auch wenn er jetzt hier nicht mehr tätig ist, bestehen bleiben, definitiv. Machen wir jetzt weiter in der Reihenfolge. Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe und dann Toni Lito für den Kicker. Peter, kannst du was über die Position des Sportdirektors sagen? Ist geplant, dass diese nachbesetzt wird und welchen Zeitrahmen, falls ja, hast du dir dafür gegeben? Ja, ich habe ja gesagt, kommissarisch oder bis auf Weiteres, habe ich ja schon mal gehabt, übernehme ich den Großteil der Aufgaben. Allerdings haben wir ein tolles Team aufbauen können, zusammen mit Ruven. Das heißt, René Grotus, André Hechelmann und sicher auch Gerald Asamoah werden helfen, genauso wie der Teammanager Mario Grevelhörster, dass wir das Loch, das entstanden ist, dass wir das füllen werden. Wir sind gestern schon zusammengekommen und ich glaube, die Abläufe werden alle genau so gut sein, wie sie bisher waren. Und das ist eben auch für mich erstens ein Teil, der Schalker Weg geht weiter. Wir wollen unsere eigenen Mitarbeiter fördern und weiter nach vorne bringen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich an Qualität nicht verlieren. Und das ist meiner Meinung nach dadurch gewährleistet. Toni. Ja, das war genau auch meine Frage. Aber Peter, ich würde da noch gerne noch mal nachhaken. Weil, also mit Gerald Asamoah habt ihr jetzt jemanden hier, Leiter der Lizenzspielabteilung, der sich ja dann, glaube ich, gerade auch ausbilden lassen möchte, genau für so einen Job. Vielleicht kannst du da noch mal sagen, welche Rolle kann er denn jetzt da spielen bei der Integration in euer Scouting-Team? Ja, ich glaube, das ist jetzt das Team. Wir müssen ja die Abläufe müssen wir stabil halten können. Also Gerald hat ja auch jetzt einen Job, der ihn zu 100% ausfüllt. Natürlich können wir alle für eine gewisse Zeit mehr machen. Wir werden das uns in den 3 Wochen angucken, wie alle Abläufe im Team. Und wir haben Medienarbeit zu machen. Ja, wir müssen alle ein bisschen mehr mit anpacken. Aber ich glaube, in den 3 Wochen kann von jedem mehr verlangt werden. Und dann werden wir zur Winterpause hin genau schauen, wie wir das, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wer sich wo mit welcher Aufgabe wohlfühlt. Aber wichtig ist jetzt, dass wir den Leuten Luft geben, dass wir ihnen Verantwortung geben, dass wir sie mitnehmen. Und das kann nur ein Team, das ist ein Team von 5 Leuten. Und das zeigt eben auch auf, was für ein großes Arbeitsvolumen Ruven gehabt hat. Weiter geht's hier vorne beim WDR. Thomas Becker vom WDR, hallo. Herr Reiß, Sie waren ja vor ein paar Wochen, kann man fast sagen, noch mit Leib und Seele VfL. Kann man das einfach so abschütteln? Das
Was heißt abschütteln? Also es lag ja nicht gut. Es lag daran, dass man nicht ganz so erfolgreich war in der Saison, dass man leider mit Schwierigkeiten gestartet ist, obwohl man hätte auch punkten können. Ich habe es ja hier am eigenen Leib erfahren, dass da auch was möglich gewesen wäre. Und natürlich bleibt der VfB Bochum immer was Besonderes für mich. Und, aber das Leben geht weiter. Das Kapitel wurde beendet. Es wurde ja auch seitens des VfL beendet. Es wurde nicht durch mich beendet, sondern seitens des VfL. Und das Leben geht immer weiter. Und ich kann natürlich gewisse Dinge verstehen, dass weil man jetzt zu einem großen, tollen Verein wie Schalke 04 zum Nachbarn wechselt, dass vielleicht von Fanseite nicht alles ja, so positiv gesehen wird, aber trotzdem geht es irgendwo weiter und es geht, ich möchte einfach arbeiten, ich möchte meinem Beruf nachgehen und ich habe hier eine tolle Möglichkeit bekommen beim tollen Riesenverein, um da mitzuhelfen und ja, deswegen, wie gesagt, Bochum wird immer logischerweise in meinem Herzen bleiben, aber es geht weiter und ich habe jetzt eine neue Aufgabe, für die ich absolut brenne. Der große Schlamann. Thomas, du hattest ein bisschen Zeit, dich auf die Aufgabe vorzubereiten. Es gab ja auch schon ein bisschen Kontakt. Von daher ist jetzt für dich wahrscheinlich kein Kaltstart, aber so eine verunsicherte Mannschaft, Platz 18 mit den ganzen Nebengeräuschen. Was sind so deine ersten Handgriffe, wenn du nachher jetzt erstmal auf dem Platz stehst und die Jungs dann rannimmst? Ja, zum einen werde ich natürlich erstmal vor der Mannschaft sprechen. Also ich habe jetzt die Mannschaft noch nicht persönlich vorher gesehen, jetzt einzelne Spieler. Es ist natürlich so, dass es keine einfache Situation ist, weil natürlich lesen auch die Spieler, dass immer wieder gesagt wird, man ist nicht Bundesliga-tauglich und das. Aber es liegt an jedem selbst, das zu beweisen. Ja, im Moment ist die Situation da, dass man Schlusslichter der ersten Liga ist. Aber wir haben es ja selber in der Hand, dafür zu sorgen, dass es dann besser wird. Da muss man versuchen, in die Köpfe reinzukommen. Man muss diese Gier entwickeln, man muss diesen Spaß entwickeln, einfach wieder Zweikämpfe noch intensiver zu bestreiten. Das ist ja auch ein bisschen, wo man sagt, ja, wenn du zu viele Gegentore bekommst, kennt man aus eigener Erfahrung, dann wird es halt schwer, Punkte zu holen. Und das ist natürlich ein Ansatz, dass man da einfach diese Lust, wie ich gerade gesagt habe, versucht, in die Köpfe reinzukriegen, dass auch Balleroberungen irgendwo Teilerfolge sind. Und über diese Balleroberungen wird natürlich dann auch versucht, dann irgendwann in die Offensive reinzukommen. Aber Schwerpunkt wird es natürlich erstmal heute sein, dass man sich kennenlernt, dass man Bock hat, gemeinsam voranzugehen, dass man die Mannschaft sofort versucht mitzunehmen, dass sie einem folgen, das ist das Wichtigste, weil sonst hast du keine Chance. Und dafür bin ich jetzt da und versuche der Mannschaft einfach die Stabilität zu geben, weil ich fand, dass sie in Berlin zumindest schon mal einen Anfang gemacht haben, leider sich nicht belohnt hat. Aber jetzt müssen wir daran ansetzen, um am Sonntag dann ja, ein positives Ergebnis zu erzielen, was nicht einfach wird. Jörg Strohschein. Eine Frage an Herrn Knebel. Sie sagten ja gerade schon, Sie wollen den Schalker Weg weitergehen. Der beinhaltet ja auch, wenn ich es mal, ein rigides Sparkonzept. Wird es denn trotzdem Möglichkeiten geben, sich im Winter noch zu verstärken? Wird es dafür einen Etat geben oder sagen Sie, wir haben das, was wir haben, haben wir und wir haben dafür kein extra Geld, um neue Spieler zu verpflichten? Ich würde nicht sagen, dass wir ein rigides Sparkonzept haben, sondern eine seriöse Budgetplanung. Und dazu zählt natürlich, dass ich mit meiner Kollegin Christina Rühl-Hammers, die ja auch da ist, dass ich mit ihr natürlich permanent im Austausch bin, was wir tun können, inwiefern wir flexibel sind. Mit dem Trainer werden wir natürlich den Kader genau durchforsten und schauen. Und dann gucken wir mal, was im Winter möglich ist. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, um weiterhin handlungsfähig zu sein und um uns zu verbessern. Toni Leto. Ja, Herr Reis, genau daran anknüpfend. Der Kader hat sich bis jetzt nicht als konkurrenzfähig erwiesen. Was glauben Sie, was ist möglich mit diesem Kader und wo sehen Sie vielleicht jetzt schon Bedarf für Verbesserungen im Winter? Also jetzt schon über Bedarf zu reden, finde ich gegenüber den Spielern ein bisschen unfair. Ich möchte natürlich ein bisschen unvoreingenommen natürlich an die Sache rangehen, sodass jeder Spieler sich auch präsentieren kann. Es gibt immer Gründe, warum die Mannschaft im Moment da steht, wo sie steht. Jetzt liegt es an uns, daran zu arbeiten. Und alles andere wird man dann in Ruhe besprechen. Wir werden die Trainingseinheiten abwarten. Wir werden die Spiele bis zur Pause abwarten und uns dann zusammensetzen, um dann genau zu sagen, okay, das ist jetzt Priorität oder das hat Priorität, diese Position. Aber in erster Linie habe ich auch gesagt, dass der Mannschaft nachgesagt wird, dass sie nicht konkurrenzfähig ist. Und wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, über ein paar Spiele zu zeigen, dass vielleicht auch zu früh das Urteil gefällt wurde. Und das macht ja die Aufgabe auch interessant und soll ja dementsprechend auch Spaß machen. Es liegt an jedem selbst und wie gesagt, ich versuche den Jungs dabei zu helfen. Und dann schauen wir, was bei rumkommt. Olli Müller für die Welt. Ja,
Ja, möglich ist, dass wir, ich meine, ist ja klar, dass im Moment die Personaldecke gerade in der Defensive ein bisschen Engpass ist. Ja, ich meine, ist ja bekannt, dass vier etatmäßige Innenverteidiger ausfallen, sodass es die Sache natürlich ein bisschen komplizierter macht. Und ich sage auch, wenn diese Spieler zurückkommen, wichtig ist jetzt, dass du den Anschluss nicht verlierst, dass du möglichst eine Stabilität reinbekommst, dass du die Zuschauer mitnimmst, weil es wird auch ganz, ganz wichtig sein, sodass es dieses gemeinsame Gefühl an den Tag gelegt wird, weil es werden immer wieder Dinge verziehen. Wichtig ist, dass die Mannschaft alles dafür tut, dass man nie nachsagen kann, wir haben nicht alles investiert. Und wenn dann irgendwann mal der Gegner besser ist, dann muss man auch den Hut vorziehen. Aber wichtig ist, du musst unangenehm sein. Und ich denke, wenn die Mannschaft bereit ist und ich gehe von aus, dass sie bereit ist, dann kannst du ein sehr unangenehmer Gegner sein. Und dann sollte es auch möglich sein, auch wenn es schwer wird und die Situation im Moment sich schwierig darstellt, die Liga zu halten. Jetzt Olli Müller für die Welt. Ja, hallo zusammen. Herr Reiß, wie wird konkret Ihr Trainerstab aussehen und wie wichtig ist es Ihnen persönlich, dass Sie bei der Zusammensetzung dieses Trainerstabs zumindest großen Einfluss nehmen? Ja, auch da gehe ich natürlich unvorgenommen an die Sache ran. Ich meine, ich habe meinen Co-Trainer mitgenommen, in Markus Gellhaus, der für mich die wichtigste Person ist, weil wir jetzt in Bochum über 2 Jahre zusammengearbeitet haben. Und das war mir dann schon sehr, sehr wichtig, dass ich meine Person dabei habe. Trotzdem gibt es hier im Verein auch Leute mit Matze, der das Spiel in Berlin geleitet hat, mit Bujo, der sehr viele Verdienste für den Verein hat, ja, auch mit Benny, die hier tätig sind. Und wir versuchen, als Team zusammenzuwachsen. Und auch da ist natürlich so, dass man sich das Ganze anschaut, wie sind die Aufgabenverteilung. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen sehr viel am ersten Tag, aber das wird sich, über kurz oder lang wird sich das ergeben. Und dann hoffe ich, dass wir ein tolles Team, dass wir zusammenwachsen, weil wichtig ist, dass der innere Kreis, der muss stimmen, die Mannschaft muss stimmen, weil es ist, ja, genug Schwierigkeiten sind da. Wir wissen auch, dass auch sehr viel Unruhe aufkommen kann, aber nochmal, das macht die Aufgabe echt interessant. Aber mir ist immer dran gelegen, dass der innere Kreis funktioniert, weil dann hast du eine Möglichkeit, das auch nach außen zu transportieren. Und deswegen darf jeder sich dementsprechend bei mir präsentieren. Wollte dir nicht ins Wort fallen. Dirk. Peter, du machst es erstmal kommissarisch, wie auch schon in dem Jahr des Abstiegs hinten raus. Trotzdem, ihr habt ja auch gesagt, dass das alles organisiert und geplant abgelaufen ist und auch nicht für euch nicht super überraschend kam. Würdest du ausschließen, dass noch ein neuer Sportdirektor in diesem Jahr zum FC Schalke kommt? Ich würde gar nichts ausschließen, aber ich würde sagen, garantieren, dass unsere Leute eine Chance haben und dass sie sich zeigen können und dass wir danach eine Entscheidung miteinander treffen werden, die dann durch den Vorstand erfolgen wird. Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Andere Seite. Herr Reiß, ich habe noch eine konkrete Nachfrage zu Olli Müllers Frage. Haben Sie denn den Kontakt zu Mike Büskens schon gesucht? Das ist ja hier eine etwas besondere Co-Trainer-Konstellation, die andere Trainer sehr ungewöhnlich finden. Ich will es mal so ausdrücken. Ungewöhnlich finde ich das gar nicht. Es gibt Personen, die für den Verein auch viel geleistet haben und jetzt in gewissen Funktionen da sind. Ähnlich war es dann in Bochum, als wir Fanny Heinemann zurückgeholt haben. Das war ja auch eine Institution des Vereins. Wichtig ist, ich habe mich mit meinem Staff-Team natürlich heute Morgen schon getroffen, habe meine Gedankengänge geäußert und ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit, weil solche Leute, auch gerade mit Assa, die den Verein kennen, die das Umfeld kennen, für mich natürlich alles ein bisschen neu ist. Alles ein bisschen größer, logisch, wie in Bochum. Und da ist es schon hilfreich, wenn man dann vielleicht sich auch mal den einen oder anderen Rat holen kann. Und da bin ich dann froh und denke und hoffe und gehe auch davon aus, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben werden. Philipp Seldorf für die Süddeutsche Zeitung. Ja, in der Tat, Sie sind ja schon, Rudi Völler würde sagen, Sie sind ja schon lange dabei. Welchen Eindruck hatten Sie früher von Schalke 04? Sie waren Bochumer all die Jahre eigentlich. Da gibt es nun mal ein besonderes Verhältnis. Haben Sie die Rivalität, die hier in der Luft liegt, geteilt? Und bei wem haben Sie sich informiert über die Verhältnisse, die hier herrschen? Sie kennen ja, wie gesagt, viele Leute aus der Branche. Ich meine, man hat ja selber als Spieler schon Spiele hier gemacht und es war immer ein bisschen Prestige. Das ist ja logisch, ja, wenn du gefühlt 25 Kilometer Luftlinie auseinander bist, dass du ein Ruhrgebietsverein bist und das ist der VfL Bochum logischerweise auch, dass da Rivalitäten entstehen. Und
das Ganze ist natürlich mehr als eine Nummer größer. Ja, du hast größere Mitglieder, du hast andere Erfolge als beim VfL Bochum. Ja, das ist ja auch ein bisschen Tradition. Ich meine, wird ja auch immer von Königsblau gesprochen. Ja, das ist auch irgendwo ein bisschen Stolz. Ja, und das kann ja auch eine Mannschaft im Moment vielleicht auch ein bisschen belasten. Aber wichtig ist, dass man lernt, wieder stolz zu sein, diese Farben zu tragen, dass man Bock hat, vielleicht wieder was dementsprechend zu erreichen. Kann eine Mannschaft auch belasten, aber ich finde, das ist eine Art der Motivation, die man angehen sollte. Und wie gesagt, alles eine Nummer größer, aber ich freue mich einfach, dass ich jetzt hier sein darf und mein Kapitel halt hier beginnen kann. Blick auf die Uhr, würden wir jetzt so langsam in die letzte Fragerunde gehen. Toni Leto macht den Anfang. Herr Reiß, das ist ja jetzt hier auch so ein bisschen die Spieltags-PK schon fürs Wochenende, weil es keine weitere, glaube ich, geben wird. Ein Thema, das unweigerlich auf Sie zukommen wird, das ging Ihren 8 Vorgängern seit 2020 genauso, ist die Torwartfrage. Die ist hier immer sehr heikel auf Schalke. Wie wollen Sie das angehen? Also war es in der Vergangenheit so, dass wenn ein neuer Trainer kam, wurden die Zeichen da immer neu auf Null gestellt. Wie ist es bei Ihnen? Ja, auch da werde ich mir natürlich mein Meinungsbild über die Trainingseinheiten dann bilden. Es ist so, dass, haben wir auch schon gesprochen, haben Sie ja selber gesagt, über mehrere Jahre immer eine Diskussion entstanden ist, weil man ja auch noch einen tollen Torhüter hatte. Aber auch da möchte ich einfach mir die Trainingseindrücke sammeln und um zu schauen, okay, welcher Spieler, und es geht ja nicht um die Torhüterposition, sondern allgemein ist für Sonntag am besten geeignet, um erfolgreich zu sein. Ja, dann gibt es dann immer. Du hast halt manchmal Wochen, wo die halt nicht so optimal sind. Dann hast du Wochen, wo du sagst, boah, jetzt ist er am Drücker. Und genauso möchte ich mit der Sache rangehen, wie ich auch gesagt habe, wie ich mit dem Staffteam umgehen möchte, möchte ich auch dementsprechend mit der Mannschaft umgehen, auch mit einzelnen Positionen. Gibt es auch weitere Fragen zum Abschluss? Peter Wenzel hat noch eine für die Bild-Zeitung. Herr Reiß, der FC Schalke 04 hat sogar via Pressemitteilung gesagt, wir müssen auch noch andere Optionen prüfen, als man bekannt gab, dass Matthias Kreuzer am Sonntag in Berlin auf der Bank sitzt. Fühlen Sie sich deswegen nicht mehr als erste Wahl? Und sicherlich war Ihr Ansehen ja im Sommer als Bochum-Held ein anderes, als jetzt, ich sage jetzt einfach mal, nach den 6 Spielen zum Saisonstart, die Sie mit Bochum komplett verloren haben, um dann anschließend gehen zu müssen. Fühlen Sie sich so ein bisschen beschädigt, sowohl dadurch, dass die Schalker halt auch andere Optionen geprüft haben und ja, was hat der Fehlstart in Bochum mit Ihnen gemacht? Also im Sommer hatten Sie, wie gesagt, ein anderes Image als jetzt. Ja, das ist ja so im Sport. Man sieht ja, dass der Fußball schnelllebig ist und du wirst halt an Ergebnissen gemessen. Ich glaube nicht, dass ich mich als Mensch verändert habe. Ich habe ja gesagt, wenn ich mich jetzt rechtfertigen wollte, was ich nicht möchte, aber wir waren ja auch trotz den Schwierigkeiten, die wir hatten, konkurrenzfähig. Wir haben es leider verpasst gehabt, Punkte zu holen, aber es liegt auch in der Vergangenheit. Und ob das jetzt meinen Ruf beschädigt hat, also ich glaube, dass ich tolle Arbeit da gemacht habe. Nicht umsonst ist der VfL Bochum wieder erstklassig. Und das macht mich auch irgendwo stolz, dass ich da meinen Teil dazu beitragen konnte. Und ich finde es völlig normal. Also ich meine, man liest ja auch immer ein bisschen was, dass vielleicht auch mit dem einen oder anderen Trainer gesprochen wurde. Aber es ist doch völlig normal, dass Verein, so ein Verein wie Schalke 04 alle Optionen prüft. Und wenn man mich jetzt als Plan B, C, D hinstellt, ja, ist mir egal. Ich sitze hier, kein anderer. Ich habe diese ehrenvolle Aufgabe bekommen. Ich habe das Vertrauen bekommen. Und so gehe ich die Sache auch an. Und alles andere, was vorher war, interessiert mich nicht, weil wichtig ist, was mich gleich auf dem Platz interessiert, dass ich die Mannschaft voranbringe.